So, hallo, jetzt aber Part 47. Nachdem wir letztes Mal doch noch die Lösung gefunden, ups, Maus, verzieh dich, wir haben, und beim Midway Point angekommen sind und damit hatten wir dann doch einen etwas besseren Abschluss. So, ich kann mich hier einen Peacewitch holen, das ist toll. Fährt das Ding los? Ja, das Ding fährt los. Ist das ein Wettlauf mit dem Ding? Okay. Ich nehme an, ich musste eine Weile mitnehmen, den Kollegen hier. Wir werden sehen. Ach nee, hä, wait. Der bleibt ja da oben drin. Aber wenn es ein P-Switch ist, muss ich den ja wahrscheinlich drücken. Aber wenn ich ihn hier schon drücke... Soll ich den gedrückt da hochwerfen? Also ich krieg den ja nicht wieder. Hey, ich muss den zweimal... Hä, was? Wie, hä? Guck mal, ich muss es zweimal drücken, dass das Viech runterfällt. Ich kann mir den wieder... Ich kann mir den ja wiederholen. Wir spielen ja ein Gimmick. Ja. Ich kann ihn so oft da hochwerfen, wie ich will. Ja, okay. I got it. Sehr gut. So, und jetzt... Ach so, und dann muss ich ihn wiederholen zum Drücken. Also, es war ja klar, es musste aus irgendeinem Grund ein P-Switch sein. Hier drauf jetzt. Wo drücke ich den denn? Ach, da drüben drücke ich den dann. Da. Und dann. What? Da passen schon wieder 3 Millionen Sachen auf einmal. Also da unten ist ein Viech. Ich glaube, ich kann, wenn ich dann auf dem Viech stehe, mal ein State setzen. Ich glaube, da ist ein ganz guter Moment für ein State. Oh mein Gott, das riecht mich so auf, dass ich den nach rechts werfe. Weil ich ja jetzt nicht mit Steuerkreuz steuern kann, ne? Ach, da muss ich Yoshi... Okay, ich muss mir wieder Yoshi schnappen. Dann da drüber oder was? Vielleicht bin ich auch noch zu langsam. Vielleicht soll ich das mit dem Block machen. Dass ich über den Block springe und dann damit noch darüber oder was? Also vielleicht bin ich wirklich zu langsam und der Block darf noch nicht hier sein an der Stelle. Dass ich da... Also könnte ich mir vorstellen, dass ich auf den Block muss. Na und jetzt noch auf den Block. Ja, muss eigentlich so sein. Okay, von vorn. Also muss das muss deutlich schneller. Okay, das muss deutlich schneller gehen. Ei. Ich kann ihn mir ja. Ich muss den mir holen, sobald ich den hochgeworfen habe. Ja. Dann darüber. Okay. Ich glaube, jetzt waren wir gerade schon ein bisschen schneller. Ja, guter State. Guter State. Aber es ist egal, wenn ich mich da hinten verstate. Also, weil ich bin ja eh gleich wieder hier vorne. Ist ja zum Glück da anfangen.
Nein! Oh Gott, das ist... Mann, spring doch! Das war die falsche Reihenfolge. Das wird nicht funktionieren. Oder? Das funktioniert. Oh mein Gott, es funktioniert. Der State ist großartig. Oh mein Gott, und guckt euch dieses Ta... Oh mein Gott! Yo, genau so ist es gedacht. Yo, der State ist göttlich. Den werde ich so schnell nicht wegnehmen. Oh mein Gott, dass das funktioniert. Sick. Okay, den State müssen wir eine Weile behalten. Oh. Abspringen, Yoshi. Also von Yoshi. Also Mario. Also Boon. Jetzt habe ich den Namen. Oh mein Gott, dass das geht! Was soll ich denn... Ach so, dann nehme ich das weg und dann kann ich da durch... Oh, verstanden. Meine. Ah, und dann muss ich... Wait. Wie geht's denn dann weiter? So nicht. Also den nehme ich weg. Aber den muss ich halt, also muss ich halt. Ach, da drüben ist eine Dings. Hab's gesehen, hab's gesehen. Ja, okay, okay, okay. Und dann. Okay, und dann dahin. Ich muss da halt einen Spin-Jump machen. Einen Shell-Jump machen. Das ist alles. Das ist eigentlich jetzt nicht so schwierig. Also, das sollte ich hinkriegen. So, und jetzt. Ach so, und von da oben gehe ich weiter. Okay, um da hochzukommen, muss ich den. Ja, okay, verstanden. Sonst würde ich da nicht bis nach oben kommen. Okay, alles klar, cool. Dann haben wir soweit, glaube ich, einen guten State. Also bisher ist alles richtig. Dann kann ich hier auch einsetzen. Weil ich muss von hier nur abspringen. No run. Okay, no run. Oh, dann mache ich wieder Luftsprünge. Okay. Gut. Aber nur einmal, oder? Ja, und dann muss ich wieder... Okay, und dann muss ich direkt von Yoshi abspringen. Uiuiuiui, okay. Okay, wie komme ich da so hin, dass das passt? So. Genau so. Und ich denke, wenn ich dann an der Stelle falle, kann ich wieder ein bisschen staten. Würde ich mal vermuten. Das ist das Ziel. Okay, was muss ich tun? Da ist ein Springboard. Und das ist wieder so ein Ding, was mich nach oben katapultiert. No run. Okay, ich drück nix. Shell.
Yes! Wir haben diese verfluchte Dimension Door weg. Oh mein Gott, also das geht nur mit States, da bin ich ganz ehrlich. Okay, welches Level hat jetzt noch LR gemixt? Kann ich irgendwie auf die Karte... Nee, man konnte hier nicht irgendwie die Karte ablaufen. Also ich kann halt nur die Karte ablaufen, ne? Ich kann... Zu dem Level hier komme ich noch nicht hin, da weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Weil ich gucke jetzt, wo X's sind. Das haben wir alles, das haben wir auch. Also da ist halt, wenn ich den roten Schalter habe, dann geht es da nochmal weiter. Hier sind alles keine X'e. Das hat alles nichts mit LR zu tun gehabt. Das ist auch alles abgehakt. Da drin waren wir auch. Okay. Hier unten ist alles abgehakt. Der da oben ist auch abgehakt. Der ist abgehakt. Der ist abgehakt. Das ist abgehakt. Das Ding ist... Ach, das war das Auto-Level. Das war nicht relevant. Das ist nicht abgehakt, aber das ist diese komische... Weiß ich nicht. Das ist... Okay, hier ist auch alles abgehakt. Es gab doch noch mehr Level, die wir nicht spielen konnten. Wo sind die denn? Das ist abgehakt, das ist abgehakt. Das ist sogar zweimal abgehakt. Ich weiß halt immer noch nicht, wo es weitergeht. Das ist abgehakt, das ist abgehakt. Das ist nicht abgehakt. Mixed Realities. Okay, was war das denn für ein Level? Oh! Okay. Okay, das sollte doch jetzt ein bisschen angenehmer sein mit LR. Oh, ich erinnere mich. Okay. Aber ich erinnere mich nicht mehr, was ich tun soll. Was muss ich denn da machen? Ach, drüber springen. Ja, moin. Ah ja, und dann... Genau, dann war... Ja, richtig. Das war der Quatsch. Okay. Gut, mit States werden wir das schon hinkriegen. Da muss ich den in die Hand nehmen und dann dagegen schmeißen. Hier. Ah ja, den musste ich da runter... Den musste ich irgendwie da runter schmeißen. Ich erinnere mich. Dann geht es hier auf und dann ging es da drüben weiter. Da waren wir schon ohne States. Bis da waren wir schon, also zumindest ohne Controller waren wir da schon. Oh. Schwierig. Ich habe noch keinen neuen State gesetzt. Ups. Dachte, ich hatte ein State gesetzt, aber scheinbar nicht. Mist. Okay, jetzt habe ich einen hier. Gut. Genau, hier hin. Jetzt wirft er das und jetzt geht's hier rüber. Okay. So, soweit ist doch alles in Ordnung. Und dann... Ah, muss ich mal gucken. Also, soweit ist alles gut. Ich glaube, ich verstehe es. Ich glaube, ich verstehe es. Ich nehme die hier, ich schieße. Ja, ja, warte mal. Ich schieße die da runter und dann springe ich da dran. Ja, doch, ich glaube, ich verstehe es. Ein bisschen. Dann wechsle ich. Ich muss die Gravity wieder wechseln. Ja, genau. Und dann auf die drauf. Ja, aber nicht so bald. Ja, das muss ich halt gut timen. Ja. Scheiße. Ich glaube, der State ist nicht so gut. Kann ich noch schnell genug was drücken? Nein. Okay.
Nein, ich bin tot. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Akzeptiert. Ist jetzt ja nicht so weit. Mann! Ah, das nervt. Es war die falsche Taste. Ich bin so froh, wenn ich den Controller wieder weglegen kann. Also was SMW angeht, bin ich echt kein Controller-Mensch. Ich habe das ja mal eine Zeit lang mit Controller versucht, ne? Aber ich bin absolut kein Controller-Mensch, was SMW angeht. Ich habe mich so an die Tastatur gewöhnt. Okay, ich muss da jetzt, in dem Moment, wo ich das Ding kurzzeitig berühre, muss ich eigentlich direkt die Schwerkraft machen. Sonst geht's nicht, genau. Oh, die darf ich nicht... Ah! Verstanden. Und dann hier drauf zurück. Okay. Okay. Ja, mit States kriegen wir das schon hin. Mit States bin ich ganz guter Dinge. Was auch immer das jetzt war, ich habe noch keine Ahnung, aber das werden wir auch rauskriegen. Ach so. Ach so, wir schwimmen dann da oben einfach. Okay, cool. Ja, aber wie? Kann ich im Wasser auch umdrehen? Nein, also wie kann ich denn jetzt dann da hochschwimmen? Oh, indem ich loslasse. Aber dann bin ich zu langsam. Dann darf ich nur kurz loslassen, oder was? Verstehe ich noch nicht so ganz. Ich scheine auch nicht warten zu können, bis die weg sind. Nee. Wobei... Nee, geht, nee, nee, geht nicht. Nee, nee, nee. Wie? Okay, ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich da... Ach, lol, nach unten drücken statt nach oben. Wer hätte es erwartet? Ja, okay, verstanden. Lol, ich bin blöd. Ich bin blöd, alles gut. Da ist der Midway Point! Okay, dann muss ich da nur noch die Shell runterwerfen und wieder einen Sprung drauf machen. Na, das kriegen wir doch hin. Fast. Erst schießen, dann runter. Okay, passt. Kriegen wir hin. Ja, nein, dann noch die Sprungtaste gedrückt halten. Dass man auch weiter springt und nicht nur drauf. Na bitte. Schwere Geburt. So, was haben wir hier? These anti-gravity piranha plants can be spun on because Boone has anti-gravity piranha plant spin shoes. Ach, auf die Pflanzen kann... Okay, nicht auf die da, sondern das sind ja manche. Auf die Piranhas kann ich dann draufspringen, wenn welche kommen sollten. Okay. Gecheckt. Ah, die da, okay. Ah, weil die seitlich sind. Hm, verstehe. Ach. Okay, dann will ich vielleicht die andere Taste halten, dass ich rennen kann. Ja, okay. Ja. Okay. Okay, verstanden. Okay. Mhm. Oh, lol.
Könnte auch auf die Röhre zurück. Aber will ich eigentlich nicht, ne? Nee, ist Quatsch. Mist. Und dann? Hä? Ah, drüber, drüber. Genau. Yo! Und okay, das geht jetzt die ganze Zeit auf den Kopf weiter. Okay, das ist mir recht, weil dann muss ich nichts umstellen. Das ist mir sehr recht, der Abschnitt. Da muss ich nichts mit LR großartig umstellen. Das ist mir sehr, sehr recht. So, hier drauf, okay, und dann darüber. Ich denke, ich kann einen State setzen, wenn wir hier drüber springen, ja. Leute, jetzt schaffe ich es einfach, okay. Haut die ab, kommt die wieder, weil ich brauche die wahrscheinlich, ach scheiße. Hätte ich schneller sein müssen, die hätte ich gebraucht. Ja, okay. So, vorsichtig laden. Wo lande ich dann? Genau. Der ist gut. Der ist gut. Perfekt. Ja, okay. Verstanden. Und dann hier runter. Und dann hier ran. Und dann... Ah, dann muss ich... Okay, muss ich schnell darüber. Mhm. Damit weiß ich wieder, wo ich den nächsten State setzen kann. Naja, so nicht. Hier nämlich. Komme ich nicht direkt da drauf? Ja. Feder! Jetzt fliegen wir ach du Scheiße. Okay, jetzt fliegen wir auf den Kopf. Das habe ich auch noch nie gemacht. Immer wieder was Neues. Oh Gott. Stoppi! Okay, nein. Das wäre normal, wenn ich das normal fliegen müsste, wäre das die super leichteste Strecke, ne? Aber auf dem Kopf ist das so verwirrend. Ach, das gibt's doch nicht. Stopp! Nee, wieso drehst du? Wieso drehst du denn jetzt da um? Kerl. Gut. Gut. Wieso denn immer so hoch? Ja, so. Und dann einfach... So, jetzt. Hier kann ich nämlich schön saven. Hui! Wieso jetzt in die Richtung? Ja, in etwa so. Wieso denn jetzt in... Okay, jetzt passt die Richtung. Okay. Also so passt jetzt die Richtung. Ja. Ist das Zufall, mit welcher Richtung ich abspringe? Lol.
Okay. Nein! Okay, sehr gut. Alter, es ist so schwierig, auf den Kopf zu fliegen, ne? Andersrum! Nein, ich habe wieder die falsche... Okay, passt. Oh Gott, ja! Nein! Okay, wir haben das Level. Sehr gut. Ich muss nur noch einmal den Sprung, den Flug schaffen. Jetzt haben wir's. State. Stopp. Okay. Oh, ich muss noch. Okay, ich muss nochmal zurückwechseln. Zack. Sehr schön. Da ist ein Mond! Okay. So, jetzt haben wir den Mond noch mitgenommen. Ist hier noch eine Welt, die ein X hatte? Nee. Also nicht eine, wo wir hin könnten. So muss ich es ausdrücken. Doch! Das Schloss hat ein X. Das sehe ich jetzt erst. Das Schloss hat ein X. Das Schloss hat einen Secret Exit. Oh mein Gott, das Schloss hat einen Secret Exit. Ich bin so doof. Ich bin... Die ganze Zeit frage ich mich, wo geht's weiter? Das Schloss hat einen Secret Exit. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt zum Mond. Wir geben den letzten Mond, den wir aktuell haben, ab. Weil wir haben 30 Monde. Das heißt, wir kommen auch in die nächste, in das nächste Dings wieder rein. Dann können wir nochmal die alten Monde nachlesen. Dann schreibe ich mir die jetzt mal auf. Und... Dann gehen wir nächstes Mal auf Suche nach dem Secret Exit im Schloss. So machen wir's. Wieso starte ich denn jetzt hier? Den haben wir doch schon gemacht. Hä, habe ich das nicht gespeichert? Hä, wir waren doch schon zwei Räume weiter, dachte ich. Hä? Habe ich das nicht gespeichert, dass ich da drin war? I'm confused. Eigentlich kann ich das jetzt auch wieder normal spielen, ne? Controller brauchen wir nicht mehr. So. Oh. Komm zurück, Tastatur. Komm zurück zu Papa. Input Configuration. So, jetzt muss ich das wieder alles umstellen. Up, left, down, right. B. A, Y, X. Start, select. LR. Okay. Shish. So. Oh, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an, wieder normal zu spielen. Oh! Fast normal. Ich wollte nämlich gerade ein State setzen. Ging nicht. was hatte ich denn da? Save war E und Load war R. So, zack. Oh, yes. Yes. So lade ich gerne. Genau so. Gut.
Aber da waren wir doch schon durch. Da kam doch jetzt die Stelle mit... Genau, da kam doch das mit dem Rutschen. Das hatte ich da noch nicht. Visit Mona after you rescued him, ne? Das müssen wir jetzt noch machen. So lade ich eigentlich den State. Das klingt so unangenehm. Nein. 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 Gibt's das denn? Ich schaff den Sprung nicht. Ich. Jetzt. Mein Gott, schwere Geburt. So. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit. Ne, haben wir nicht. Check up on your brother after you brought peace to Blossom Gardens. Ja, habe ich doch aber schon, oder? Habe ich da nicht nochmal mit dem geredet? I'm confused. Ach so, das führt jetzt wieder zu... Nee, hä? Nee, aber ich habe doch 30 Monde, also den müsste ich doch jetzt auch betreten können. Wie mache ich das denn jetzt hier? Muss ich da in der Lücke landen vielleicht, ganz schnell? Auf entspannt? Ja, wahrscheinlich ja. Oder dahinter. Ja, aber der... Wo hält der an, der Block? Naja, der... Kommt der wieder? Okay, der kommt auch wieder. Also theoretisch kann ich es besser versuchen zu timen. Okay. Okay, ich kann es besser timen. Ja. Ist in Ordnung. Okay. Habe ich mich nur dumm angestellt. Alles gut. Ach, komm. So. Geht's jetzt nach... Da geht's raus, ne? Okay, also hier rein. Gut. Mist or forgot something. Take this door back to room 20. Genau, genau, genau. Wir gehen nochmal ganz zurück. Wir lesen nochmal alles durch. Weil ich kam ja eh noch nicht weiter. Also wir gehen nochmal zurück und lesen nochmal alles durch und gucken mal, Mann, ob wir irgendwas von den Tricks noch entweder schon anwenden können oder aber noch nicht richtig betrachtet haben. So, ich nehme jetzt mal einen Zettel raus hier. So. Und dann schreiben wir mal ein bisschen was auf. Gut. Ich müsste ja von 20 aus auch ganz zurückkommen, ne? Genau, richtig. Sehr schön. Abflug. So. Ach so. You can save by press... Ja, okay, das ist alles klar. Press R on the over, das wissen wir auch schon. Ja, das haben wir auch schon mitbekommen. Haben wir gemacht. Have you been grabbing? Haben wir auch gemacht. Wir haben einmal die 100 Sterne gehabt, ja. Ja, das ist das, was ich jetzt vorhabe. Have you checked the screenshots on SMS? Ja, da war die Geschichte mit dem, was ich euch gezeigt habe, mit diesem Spezialding da, ne, wo man dann
in dieses andere reinkam. Das habe ich alles gemacht, habe ich gezeigt. Did you finish Sweet Dude's Blue and Orange Line Tutorial? Ja. Ich schreibe es nochmal kurz auf. Mond 9. Nee, das ist Mond 8. Oh, das ist Mond 9, ist egal. Blue Orange Line Tutorial. Ich glaube zumindest. Ich habe aber gerade eine Idee. Okay, ich könnte mir da was denken. Ich sag's mal noch nicht. Wenn ich wieder falsch liege, dann habe ich nicht, dann habe ich's nicht gesagt. Leave at the end of Blossom Garden Gate. Leave at the end of Blossom Garden Gate. Moment. Es ist aber, glaube ich, das ist die Oberwelt gemeint, oder? Aber ich schreibe es mal auf. Mond 10. Leaf Blossom Garden. Könnte sein, dass wir nochmal durchspielen müssen durch das Level. Das ist aber nicht so schwierig gewesen. Aber auch noch nicht oft genug gesehen. Aber ich glaube, damit meint er nur, dass ich da rauslaufen kann aus der Oberwelt. Wobei, kann ich eigentlich nicht, ne? Ich musste dafür erst das Level spielen. Okay, ja, das haben wir jetzt alles. Also, jetzt haben wir 1 bis 10 definitiv gesehen. Once you continue, you cannot go back until room 20. Ja, das haben wir jetzt festgestellt. Passt. Moment, jetzt muss ich nochmal... Was war jetzt hier? War da irgendwas? Nee, ne? I'm confused. War da irgendwas? Ich glaube, da kommt man nicht rüber, oder? Also schafft man es, dass der rüber scrollt? Ich glaub's nicht. What? Da ist ein Mond. Was steht da? Oh. Vielleicht bin ich damit vielleicht schnell genug. Okay, das müssen wir ausprobieren. Halt von dieser Schräge nicht so gut abspringen. Okay, perfekt. Oh mein Gott, das geht! Sick! Okay, das ist der, aber da oben geht's ja immer noch weiter. Was ist hier? Skip to Room 20. Ja, nee, will ich gerade nicht. Das will ich gerade nicht, aber gut zu wissen. Lol, wir haben einen Mond hier gefunden. Er hat ja auch an irgendeiner Stelle hat er auch gesagt, es ist hier ein Mond versteckt, ne? Lol, also da kommt man tatsächlich rüber. Sick. Okay. Das war das, genau. The previous room had a moon. Stimmt, das hatte ich gelesen und konnte nichts damit anfangen. Ich erinnere mich. Okay. Okay, go left at uncontested power. Uncontested power haben wir noch nicht gelesen. Gesehen. M13. Uncontested power. Go left. So. Lol. Was ein Sprung. Ah ja, sehr gut. Mensch, zum Glück haben wir das nicht alles schon mal gemacht.
Okay, der ist perfekt. Nein! Mann! Der ist auch gut. So. Sometimes exits. Ja, aber das ist halt. Ich meine, ich schreibe mir das jetzt mal auf, aber das ist halt so, das könnte in jedem Level gelten. Also M14. Exits change when beaten. So, das ist aber schlecht. Also. Ich kann ja nicht in jedes Level nochmal rein und nochmal bis zum Exit spielen. Wäre schon schön, wenn der mir sagt, wo. Meinst du, es ist gut zu wissen, aber. Jump off the right side of the GG building. Ich glaube, das haben wir gemacht. Ich glaube, das haben wir gemacht. M15 GG. Ja, das doch, das war das, wo ich, glaube ich, links und rechts die Entscheidung hatte und dann bin ich rechts runter und das war richtig. Irgendwie so war das. GG Building White haben wir, glaube ich, gemacht. Ich mache mal einen Haken dahinter mit Fragezeichen. So. Okay. Aber daran erinnere ich mich tatsächlich. Oh, super. So. Skip the Orb in Broken Skulls. Oh! Oh! Haben wir das gemacht? Scheiße. Weiß ich nicht. M16. Broken Skulls. Doch, ja. Das war... Natürlich. Ich weiß, das war das... Ja, ich habe jetzt gerade auch das Level verwechselt. Das war das Level mit den kaputten Skulls, die... Ja, deswegen heißt es nämlich so. Mit diesen kaputten Skulls, die am Boden rumgefahren sind. Also in der Lava. Also diese Dinger da. Und da konnte man hinter dem Orb, konnte man noch weiterfahren und da kam dann ein Mond oder sowas. Ich glaube, es war ein Mond. Ja, haben wir gemacht. Also kann ich abhaken. Muss ich nicht nochmal nachgucken. Zack, passt. You can jump through the gap to skip the intro screen. Ja, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht, hat jetzt aber nicht sonderlich viel gebracht. So. Aber ja, haben wir getan. Okay. El Boons Code ist in des Secret. Wait. El Boons Code in Secret. In Secret waren wir. Das war das Ding mit den ganz vielen QR-Codes. Glaube ich. Da ist der Code. Okay. Also ich habe es mal notiert. Was wir genau damit dann anfangen werden, werden wir noch sehen, aber ich habe es mal notiert. Ich hätte es von Anfang an aufschreiben sollen, ganz ehrlich. Muss ich alles nochmal machen. Aber er hat es ja sogar gesagt. I would write this down, ne? Und wir haben es nicht getan. Also ich habe es nicht getan. Ihr hättet es gemacht, ich weiß. Weil ihr seid klug und ich nicht. So ein Ding ist das. Mann! Freaking Peachums in SMW, ey. Können die nicht einfach so schön sein wie Mario Maker? Danke. So. There are 50 Moons in Tokyo. Okay, kann ich mir mal aufschreiben. Dann haben wir nämlich jetzt schon... Ja, 30 von 20. Okay, das klingt doch ganz nett.
Super. Ja, ich finde 30 von 20 klingt ganz nett. So, damit haben wir... Have you beaten Yoshi Playtime yet? Ja, ja, habe ich. Lass mich in Ruhe. Ach, das war der Quatsch. Nein. Oh, ich wollte schon nice sagen, aber... War dann doch nicht so nice. Sehr schön. So, damit haben wir die 20 auch geschafft. So, jetzt haben wir alles bis 20 auch gelesen. Müssen wir nie wieder rein. Jetzt müssen wir leider nochmal die 20 bis 30 durchgehen. So. Go down at rotation. Haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Brauche ich nicht aufschreiben, haben wir gemacht. Das war der Secret, um hierhin zurückzukommen, also um hier schnell hin zurückzukommen. Ja, haben wir gemacht. Go in the red door in After Dark City. Go in the red door in After Dark City. Be ready. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Keine Ahnung. M23. Red Door. In After Dark City. So. Be ready. Also irgendwas, wo man vielleicht schnell sein muss. Keine Ahnung. Ich wüsste aber jetzt nicht, was das sein soll. Dark City kenne ich noch nicht. Oh, das ist der Level gewesen. Ach, das war nervig. Ja, super. Super. Come on. Nein, das war so gut. Gott. Hallo. Nein. Frech. Ach man. Na, ich mach's mal zu bald. Ich geh mal zu bald hoch. Yes. Geht doch. Leave the Bourbon House. Okay. Kann ich auch noch nicht. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Leave. Bourbon House. Werden wir tun, wenn wir wissen, was es ist. Okay. So. Also gut, things.smc2 weiß ich nicht. Ich schreibe es mal auf, aber... Ist da vielleicht dann ein Hint oder so, dass der eine Datei versteckt hat auf SMW Central, die things.smc2 heißt, wo dann irgendein Hinweis ist, oder? Ich habe keine Ahnung, was er mir damit mitteilen will, halt. Das ist das Ding. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was er mir damit mitteilen will. Sehr gut. Also ich würde gern vor einer Stunde hier durch sein. Aber wir haben es ja gleich. Jetzt kommen ja nur noch die Räume, die wir tatsächlich erst kürzlich gesehen haben. Sogar. Nein! Die wir erst kürzlich gesehen haben.
Pack's nicht. Ich pack's nicht. Wir hatten's gerade. Mann! Nein! Komm schon, der war doch richtig. Safe war der richtig. Frechheit. Cool. Nein! Ich krieg... Alter! So ein blöder Raum, ey! Oh! Geheimraum. Du bist betrunken. Ja, leck mich doch am Arm. Jetzt aber nu! Cool. Wie? Ich hab den doch oben berührt. Schiebung, echt. Nimm doch die Scheißschell mit. Jetzt aber. Mein Gott, das war eine schwere Geburt. Bruder. You are halfway there, keep it. Ja, danke für diesen wertvollen Tipp. Hat sich richtig gelohnt, in den Raum hier reinzugehen. Visit Dissension's second exit after you beat it. Haben wir. Das ist das mit dem roten Schalter. Aber ich schreib's nochmal auf, dass ich es mir merke. Dass ich es nicht vergesse. Dissension. Second exit. In Klammer. Red Switch. So. Weiß ich Bescheid. Oh nee, jetzt muss ich das nochmal machen. Oh nö, das war so nervig. Oh nö. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Oh ja. So, und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Over the ending of Yoshi Overdrive. So, das kann ich jetzt auch noch aufschreiben. Over the ending... Ey, wenn ich den Zettel irgendwann verschmeiße, ich raste so aus. Of Yoshi Overdrive. Haben wir noch nicht gespielt. Keine Ahnung, was das für ein Level ist. Over the ending of Yoshi Overdrive. Gut, okay, so. And we are back here again. Wie oft haben wir jetzt diesen Teil schon gesehen, ey, ganz ehrlich? Mich, ob das eigentlich so gedacht ist oder eher so gedacht ist. Ich meine, beides funktioniert am Ende, aber verhältnismäßig mit den anderen Räumen davor ist das halt einer der Räume, wo ich am ehesten das Gefühl habe, hier sollte ich wirklich mit selbst jetzt durchgehen, sonst drehe ich einfach am Rad. Und die anderen sind halt schon machbar gewesen, ne? Nervig, aber machbar. Der hier ist kritisch.
Ja, der ist auch kritisch, aber das ist halt trotzdem am Ende nur ein Sprung. Okay, visit Mona after you rescued him. Gut, das ist klar. M29. Visit Mona. Klar. Und M30 war dann ja halt einfach so, hey, das waren jetzt alle bisher. Na, ich glaube, mehr kam da nicht mehr. Dann kann ich eigentlich jetzt hier den Part beenden und den Sprung hier noch off-cam machen. Weil das braucht jetzt eigentlich nicht mehr sehen, bis ich den hier wieder geschafft habe. Und dann hätten wir noch unter einer Stunde den Part. Oder kam da noch was? Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, wir haben es eh gerade geschafft, nevermind. Ach ja. Okay. M30. Rather after peace. Blossom Garden. So. Gut. Das gibt's doch nicht, dass ich den Sprung dann... Alter. Wie oft noch? Also, Real Talk. Wie oft will ich jetzt noch in das Ding da reinspringen? Danke. So. Damit haben wir's. Damit haben wir's. Wir haben diesmal nichts vergotten. Diesmal ist alles, wie es sein soll. LOL, es geht noch nicht mal weiter. Wir brauchen jetzt die Switches. Okay. Gut. Gut. Ich komme nicht mal... Okay, ich komme hier nicht mal zurück. Wie könnte man jetzt das Level verlassen? Ach so, ja, klar, Start Select. Bin doof. Never mind, ich bin doof. Gut. Okay. Dann haben wir jetzt einige Pläne für die nächsten Parts wieder. Vor allem den Secret Exit im Schloss zu finden. Weil das scheint mir der Weg zu sein, wo es dann weitergeht. Den habe ich nicht gesehen, dass da ein X ist. Das ist gut, dass wir alles nochmal durchgelaufen sind. Okay. Ja, und obwohl wir Moons 31 haben, ne, können wir den 31. Mond noch nicht mal nutzen, weil es da nicht weitergeht. Das ist interessant. Also erst mit den Switches geht es jetzt weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage an der Stelle erstmal wieder Tschüss.